Ja, einen schönen guten Nachmittag. Ich begrüße ganz herzlich hier im Kino des DFF. Ich bin jetzt Daniel Peiler, bin Teil des Teams unserer aktuellen Sonderausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967 und freue mich sehr, dass Sie alle hier sind zu einer weiteren ganz besonderen Veranstaltung im Rahmen unseres Begleitprogramms zur aktuellen Sonderausstellung. Ich habe noch kurz ein paar allgemeine Hinweise für Sie zum Ablauf und zu unserem Programm, bevor ich Ihnen dann mit großer Freude unseren Ehrengast des heutigen Nachmittags vorstellen darf. Wenn Sie es noch nicht gesehen haben, wir haben einen eigenen Flyer zur Ausstellung The Sound of Disney 1928 bis 1967. Da finden Sie das komplette Begleitprogramm. Wir haben sehr viele Filmvorführungen, auch mit Gästen. Und die befinden sich alle schon im Vorverkauf bis 10. Januar 2021. Wenn Sie so ein bisschen um sich herum schauen, sehen Sie ja, wir sind durch die Pandemie etwas eingeschränkt in den Platzkapazitäten. Deshalb lohnt es sich, früh um Karten zu kümmern. Außerdem haben wir zusätzlich noch ein monatlich neues Kinoprogramm. Ich halte Ihnen hier mal das aktuelle Programm von September hoch. In wenigen Tagen erscheint dann das Oktoberprogramm. Und da gibt es zusätzlich auch ohne Gäste jeden Monat noch neue Vorstellungen, die dann monatlich in den Verkauf gehen. Auch das darf ich schon mal ankündigen. Für Oktober gibt es ganz viele Disney-Filme hier in diesem Saal zu sehen. Ja, das nur als Ausblick. Falls Sie in unseren Flyer geschaut haben, dann haben Sie vielleicht auch gemerkt, dass wir da zwei Specials außer Haus angekündigt haben. Einmal am 12. Januar 2021 in der Alten Oper, das große Abschlusskonzert. Da gibt es dann Silly Symphonies mit großem Orchester. Auch dafür gibt es schon Karten. Und leider werden die anderen Specials außer Haus nicht stattfinden. Das haben Sie vielleicht schon unserer Homepage entnommen, denn eigentlich hätte unser Ehrengast des heutigen Nachmittags auch gestern und dann nochmal im November zwei musikalisch-biologische Führungen im Senckenberg Naturmuseum veranstaltet. Das kann aber leider aus Sicherheitsgründen wegen der Pandemie nicht stattfinden. Umso mehr freue ich mich, dass Dr. Sebastian Lotzkart uns heute beehrt, heute Nachmittag hier im Kino des DFF. Und ich darf ihn Ihnen kurz vorstellen. Ich freue mich sehr, dass er hier zu uns gekommen ist. Und für alle, die sich auch für die Themenführung im Senckenberg-Museum angemeldet haben, darf ich als kleines Trostpflaster schon in Aussicht stellen, wird es auch eine kleine Einlage, die er bei der Führung gemacht hätte, dann hier im Saal geben. Ich möchte an der Stelle außerdem auch nochmal Danke sagen an die Kooperation mit dem Senckenberg Naturmuseum, insbesondere an Lena Sistig, die versucht hat, das möglich zu machen. Es tut uns leid, dass wir das kurzfristig absagen mussten. Ja, Dr. Sebastian Lotzkart studierte Biologie an der Goethe-Universität hier in Frankfurt und er hat seine Diplomarbeit über venezolanische Amphibien und Reptilien verfasst. 2007 war das am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität und zwar in Kooperation mit der Sektion Herpetologie des Senckenberg-Forschungsinstituts hier in Frankfurt. Im Jahr 2015 promovierte er dann eben dort über die Vielfalt der Reptilien im Westen Panamas. Insgesamt untersuchte Herr Lotzkart als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt über 12 Jahre lang die Artenvielfalt von Reptilien und Amphibien in Lateinamerika. Als Ergebnis seiner bislang 20 Monate umfassenden Feldforschung in Costa Rica, in Nicaragua, in Panama und Venezuela sowie umfangreicher Arbeiten mit wissenschaftlichen Sammlungen war er unter anderem an den Erstbeschreibungen von 19 neuen Amphibien- und Reptilienarten beteiligt. Und er hat eigene Fotos allein zu 14 herpetologischen Fachbüchern beigesteuert. Dr. Sebastian Lotzkart vermittelt aber neben der Forschung auch seit 2007 Natur und Wissenschaft im Rahmen von Führungen, von Workshops, von Vorträgen und Exkursionen und auch populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen an ein breites Publikum. Und so hat er alleine über 50 Besuchergruppen exklusiv die Forschung und Sammlungen seiner Arbeitsgruppe im Senckenberg-Forschungsinstitut hier vor Ort in Frankfurt nähergebracht. Als freier Mitarbeiter der Grünen Schule im Palmgarten und der Museumspädagogik im Senckenberg-Museum hat er seit 2007 alleine über 1500 Veranstaltungen geleitet und mehr als 200 davon selbst konzipiert. Ebenso wie rund 50 Vorträge, Workshops und Exkursionen außerhalb dieser Institution. Als deutscher Science-Slammer und Science-Slam-Vizemeister 2012 und mit insgesamt über 70 Erstplatzierungen bei gut 90 Wettbewerbsteilnahmen gehört er zu den erfolgreichsten Science-Slammern in diesem Land.
Neben populärwissenschaftlichen Artikeln und Expeditionsblogs veröffentlichte er auch einige populärwissenschaftliche Sachbücher. Hier möchte ich Ihnen drei Titel nennen, nämlich einmal 2015 war er beteiligt am Buch Genial geschützt, raffinierte Verpackungen in der Natur, das ist im Theiss Verlag erschienen. Und 2016 sind zwei Bücher erschienen, einmal Landflucht der Tiere, wie Wildschwein, Waschbär, Wolf und Co. unsere Städte erobern, das ist bei Rowohlt erschienen. Und außerdem, und das führt uns zum Thema des heutigen Nachmittags, 2016 ebenfalls erschienen bei Hansa, Keine Bange vor der Schlange. Also eine Liebeserklärung von Dr. Sebastian Lotzkat an ein unpopuläres Tier. Ja, heute Nachmittag wird er uns nämlich eine ganz besondere Tierart näher bringen, die vielleicht für viele etwas ambivalent besetzt ist, die Schlange, und natürlich im Zusammenhang mit unserer Ausstellung die Schlange K, den Python aus Das Dschungelbuch, und den Film werden wir dann natürlich ab 15 Uhr auch hier sehen. Sebastian Lotzkat ist einer der gefragtesten Interview- und Ansprechpartner für diverse Print- und Online-Medien, für Radio- und TV-Sender. 2017 wurde er für das breite Spektrum und die Qualität seiner diesbezüglichen Aktivitäten mit dem Werner- und Inge-Grüter-Preis für Wissenschaftsvermittlung ausgezeichnet. Ja, und seit 2018 ist er in der Abteilung Kommunikation des Naturkundemuseums Stuttgart unter anderem in der Ausstellungsplanung, der Entwicklung ausstellungsbegleitender Bildungsprogramme und Medien sowie in der Qualitätssicherung tätig. Er wird uns jetzt einführen in die Biologie der Schlange K, den Python, und uns mitnehmen auf eine biologische Reise. Und wenn Sie Lust haben, mitzudiskutieren, dann haben wir wie immer im Anschluss an den Vortrag auch noch die Möglichkeit für Ihre Fragen und Anmerkungen. Wir machen dann noch mal eine kurze Pause und dann gibt es ab etwa 15 Uhr den Film Das Dschungelbuch hier zu sehen. Bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir Dr. Sebastian Lotzkat. Ja, hallo zusammen, schönen guten Tag und erstmal vielen Dank, lieber Herr Peiler, für diese freundliche Einführung, dass Sie jetzt die Erwartungen derart hochgeschraubt haben, Sie so ziemlich jedes Detail aus meinem Vorleben preisgegeben haben. Nein, ganz im Ernst, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung überhaupt ans DFF, auch an Daria Berten, die Kuratorin der Sonderausstellung, die mich da quasi gecastet hat, letztes Jahr mal im Senckenberg-Museum. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier zu sein und Ihnen zu erzählen, was Sie meiner Meinung nach zumindest über die coolste Filmschlange aller Zeiten, wage ich zu behaupten, dringend wissen sollten. Und in Anbetracht der Zeit, 15 Uhr, wollen wir schon Das Dschungelbuch genießen, lege ich gleich mal los. Seit etwa Anfang des Jahres, glaube ich, stehen wir schon in Kontakt, Herr Peiler, oder? So, und sind unter anderem, waren ja zwei Streicher am Aushecken, von denen jetzt einer im Senckenberg-Museum leider nicht funktioniert. Ich habe mich bolle gefreut, als ich das Visual, das Plakat für diese Ausstellung dann gesehen habe. Denn das zeigt eine Szene aus dem Dschungelbuch. Und das Dschungelbuch ist, denke ich, bin ich mir sehr sicher, der klassische Disney-Film, der mich so als Kind am allermeisten geprägt hat. Ich weiß nicht, ne? Also das da werde ich jedes Mal nostalgisch, sobald ich da einen Charakter sehe. Und tatsächlich sehen wir auch auf diesem Plakat, in diesem Cell hier, sehen wir auch schon drei extrem wichtige Charaktere, ohne ihn hier jetzt außen vor lassen zu wollen. Ja? Aber dann gibt es da halt noch diesen einen Charakter im Dschungelbuch, der so ganz anders ist als alle anderen. Die Schlange K. Na, ja, K kommt eben fiel schon das Stichwort ambivalent, das habe ich tatsächlich als Überschrift einer späteren Folie. K ist teilweise echt freundlich, ne? Also, oder macht zumindest einen auf freundlich, aber allerdings muss man klar sich eingestehen, K ist auch eine Schlange, somit listig und verschlagen. Hier sehen wir die gespaltene Zunge, mit der Schlangen ja bekanntermaßen sprechen. Und ganz kurz würde ich ein bisschen Spoilen auch betreiben wollen, ein bisschen Spoiling betreiben wollen, was den Film nachher anbetrifft, zwei Schlüsselszenen kurz ansprechen wollen und in freundlicher Weise von Herrn Peiler mit der Autorisierung durch Disney, hoffe ich doch, zur Verfügung gestellten Screenshots
Screenshots illustrieren. als da wäre so die erste Begegnung mit K, ne? Nachts, alles schon so ein bisschen unheimlich. K kommt herbei und Mowgli hat noch keine Ahnung, was jetzt abgeht mit diesem komischen Wirbelwurm und lässt sich natürlich prompt hypnotisieren. Wie geht's weiter? Wahrscheinlich wissen das alle Anwesenden. Ne? Schwupps findet man sich in den Schlingen von so einem Python wieder, der dann mal fröhlich feixt. Und ganz knapp bevor es zur Katastrophe kommt und der Protagonist des Films in einem Python verschwindet, kommt die Rettung durch ein vierbeiniges Landwirbeltier in Form dieses weißen, schwarzen Panthers. Ja, das war quasi Kars erster Streich. Ne? Typisch Schlange schleicht sich von hinten an, hypnotisiert, will fressen. Die zweite Begegnung zwischen Mowgli und K, die verläuft ganz anders. Da ist K irgendwie total freundlich, ne? Umspielt, umgarnt Mowgli so ein bisschen. Mowgli weiß natürlich auch schon Bescheid, versucht Augenkontakt zu vermeiden, ne? Also Kontaktvermeidung, geradezu prophetisch. An dieser Stelle hier, ziemlich genau an dieser Stelle, da sagt K, was ganz wichtig ist, wenn wir ihn verstehen wollen. Und ich weiß zufällig, dass Herr Peiler ein Experte für Synchronfassungen ist. Und wahrscheinlich würde er mir zustimmen, wenn ich sage, dass oft der O-Ton besser ist als die Synchronfassung. Nicht so in dieser Szene. Das Dschungelbuch wurde überhaupt schon vielfach gelobt für seine gute deutsche Übersetzung, für seine gelungene deutsche Übersetzung. Und an dieser Stelle, da heißt es im Englischen, also zur Erinnerung, wer jetzt gerade nicht tief drinsteckt in dem Film gedanklich, Mowgli hat spitz gekriegt, dass Baloo und Bagheera ihn aus dem Wald zu den Menschen bringen wollen, findet das nicht so doll, weil er ist ja schließlich im Wald groß geworden und ist deswegen angepisst, enttäuscht von seinen Freunden, will nichts mehr mit denen zu tun haben und das nutzt Ka halt eben ganz schlau aus. Und hier sagt er auf Englisch, I'm not like those so-called fair-weather friends of yours. Also ne, ich bin nicht so wie deine Schönwetterfreunde. Und auf Deutsch sagt er was didaktisch viel Sinnvolleres. Ich bin so ganz anders als deine Freunde. Und das stimmt. Na? Das muss man sich eingestehen. K ist ganz anders als Moglis Freunde, die ja sonst allesamt vierbeinige Landwirbeltiere sind und in der Regel auch mit Haaren, also Fell ausgestattet, also Säugetiere, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. K ist komplett anders, denn K ist eine Schlange, liebe Leute. Das ist Banalität, wussten wir jetzt alle schon. Und als Schlange ist K schlicht ein Erfolgsmodell der Evolution. Deswegen jetzt mal hier ganz kurz Tacheles. Was macht Schlangen aus? Schlangen sind seltsam. Ja? Schlangen sind aber auch unglaublich cool. Wie ordnen wir Schlangen ein? Schlangen sind Reptilien. Na, Reptilien, so nennt man all diese Landwirbeltiere, all diese Wirbeltiere, also Tiere mit Knochen drin, die Schuppen haben, aber keine Fische sind. Ich glaube, das ist die beste Definition für Reptil, die man derzeit geben kann. Auf gut Deutsch, ne, da gehören namentlich so ein paar Gruppen dazu, die jedes Kind eigentlich erkennt, als da wären Schildis, Crocs, Echsen und halt eben Schlangen. Ja? Genau genommen sind Schlangen Echsen. Das, früher hat man die immer so getrennt gesehen, weil Schlangen halt so ganz anders sind als andere Echsen. Heute weiß man, Schlangen sind bloß eine von den großen Echsengruppen. Also neben Geckos, Skinken und so gibt es halt eben noch die Schlangen. Und was macht die so besonders? Da müssen wir uns Schlangen mal genauer anschauen. Das hier ist das Skelett einer Schlange. Wer hätte es gedacht? Und was wir gleich sehen, da sind brutal viele Wirbel drin. Ne? In Ihnen und mir sind so grob gepeilt, großzügig aufgerundet 33 Wirbel. Ja? Und das bedingt so eine, naja, mehr oder weniger doll ausgeprägte Geschmeidigkeit. Bei dieser Montage des Schlangenskeletts, da sieht man schon, da wird einem vollkommen klar, alles klar. Viele Wirbel machen beweglich. Jede Schlange hat mehr als 100. Der Rekord liegt, glaube ich, so bei 435 um die Ecke. Ja? Also, viele Wirbel, viele Rippen. Und wenn man jetzt hier genau hinschaut, da fehlt Schlangen was. Schlange ist gleich Flexibilität, unter anderem, weil gewisse Dinge fehlen. Wenn Sie jetzt alle mal Ihre rechte, frisch desinfizierte Hand nehmen und sich damit selbst nach dem Brustbein tasten, das ist dieses knöcherne Element, was hier oben manche Rippen zusammenhält. Na? Sie haben ein Brustbein und das ist gut so, das ist wichtig für Sie, damit Sie gut durchs Leben kommen. Die Schlange hat keins.
Das wird später nochmal zum Tragen kommen, warum das wichtig ist. Ne? Will heißen, dass wirklich der ganze Körper extrem flexibel, diese Rippen sind gelenkig gelagert, die können aufklappen, auch das wird später nochmal wichtig, und Platz machen. Und eine Schlange kann jeden Teil ihres Körpers und die Grundlage dafür, die Grundvoraussetzung ist halt eben dieses vielgliedrige Skelett, in jede Richtung bewegen, in die sie ihn bewegen möchte. Außenrum, ne, so kriechen Schlangen ja nicht durchs Leben, das ist das, was man von einer Schlange sieht. Außenrum haben Schlangen Haut, wie wir alle auch, die ist halt eben mit Schuppen besetzt und ist wesentlich flexibler als unsere Haut. Wie gesagt, Schlange gleich Flexibilität. Wie dehnbar so eine Schlangenhaut ist, das sieht man hier ganz gut. Ne? Eigentlich sind das ja so dachziegelartig überlappende Schuppen auf dem Rücken einer Schlange. Hier diese kleine, dieser kleine Hühnerfresser aus Panama, der bläht sich hier unglaublich auf, um mich zu beeindrucken, hat ihm nichts genutzt. Na, und da sehen wir was Schönes, sehen wir, wie diese Schuppenreihen, diese Längsreihen, in denen die angeordnet sind, wie die sich auf über 100% ausdehnen und diese dehnbare Zwischenschuppenhaut zum Vorschein kommt. Ja, Haut ist das Stichwort. Wir haben angefangen, diese Geschichte hier in Vor-Pandemie-Zeiten zu planen und uns da Sachen ausgedacht, die heute eigentlich total verboten sind. Und die wir jetzt aber trotzdem mal machen wollen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen da mit freundlicher Unterstützung der Sektion Herpetologie des Senckenberg-Instituts, wo ich mittlerweile nur noch sporadisch zugegen bin, aber immer noch gern gesehen, Ihnen was mitzubringen. Und glauben Sie es oder nicht, wir lassen Sie das sogar anfassen. Und ich würde mal einen Freiwilligen nach vorne bitten, Herr Peiler vielleicht, der hat es nicht abgesprochen oder so. Sie sehen, Herr Peiler geht gleich auf ganze Hygieneleistung. Ich habe mir tatsächlich die Hände vor meinem Eintreffen hier gewaschen und desinfiziert. Da sehe ich, kommen noch zwei Besuchende, man beachte die Genderung. Ich glaube, hier vorne sind noch und da sind auch noch zwei Plätze frei. Zum Beispiel. Und ich würde jetzt den Herrn Peiler bitten, das hier ist die Haut, die gegerbte Haut, quasi souvenirfertig gegerbt. Wurde offenbar, wenn ich mir dieses Etikett hier anschaue, vom Zoll konfisziert. Solche Dinge landen dann gerne bei Senckenberg im Forschungsinstitut zur genauen Bestimmung. Es ist ja wichtig, ob der Mensch eine Verwarnung kriegt oder 3 Jahre in den Knast muss. Und das ist die Haut eines Netzpythons. Und ich würde jetzt Herrn Peiler einfach mal bitten, hier mal diesen mit Watte liebevoll ausgestopften Kopf festzuhalten und sich nach hinten zu bewegen. Wir rollen die mal ein bisschen aus. Dum, 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 dum. So. Und ne, wir sehen, Herr Peiler hat den Kopf. Bis hierhin geht der Körper. Ich habe hier den Schwanz. Und wir werden jetzt diese Haut quasi mal durchreichen. Sie müssen nicht, aber Sie können gerne, wenn Sie mögen. Und Sie sollten dabei ein paar Sachen sich vergegenwärtigen. Nämlich einerseits, von Kopf nach Schwanz streicht sich's leicht. Dagegen kratzen die Schuppen, weil eben dachziegelartig angeordnet, ne? So ähnlich wie ein Kätzchen streicheln. Und unten fühlen sie mehr oder weniger feinst gegerbtes Leder. Ne? Deswegen konnte Marlon Brando sich eine Schlangenlederjacke anziehen und Nicolas Cage ihm huldigen, indem er sagt, das ist meine Schlangenlederjacke, sie repräsentiert meinen Glauben, meine Individualität und meinen Glauben an die persönliche Freiheit. Also, Ladies and Gentlemen, echtes Netzpython-Schlangenleder. Ich überlasse Ihnen das jetzt einfach. Und fahre mal so ein bisschen fort. Zwischen der Haut einer Schlange und dem Skelett einer Schlange, davon habe ich jetzt keine tolle Abbildung, da befinden sich unglaublich viele Muskelstränge. Sie dürfen sich vorstellen, dass jede dieser Rippen und jeder dieser Wirbel mit diversen benachbarten Rippen und Wirbeln längs verbunden ist, mit der direkt anliegenden Haut sowie diversen, dem Hautbereich unter diversen benachbarten Schuppen kreuz und quer verbunden ist, sodass wir da einen unglaublich komplex verspannten Muskelschlauch haben, der eben diese Bewegung in jede mögliche, jede nur erdenkliche Richtung ermöglicht. Ja? Also Skelett, Muskeln, Haut, das ist der Bewegungsapparat einer Schlange. Und da können wir jetzt gleich mal, wir wollten ja so ein bisschen Fact-Checking hier machen, was K anbetrifft, gleich mal so ein paar Sachen verifizieren oder falsifizieren. Nummer 1, Kars unglaubliche Beweglichkeit. Der macht ja die drolligsten Moves und Manöver. Ne? Hier Zwirbel, da Schlinge und da dann noch ein Bogen. Und das ist weitestgehend realistisch, Ladies and Gentlemen. Ne? Also das hier, was wir hier so sehen, das ist für eine Schlange die leichteste Übung. Hier und da ist Kars
Biegsamkeit so ein bisschen übertrieben. Ja, also so direkt angelegt, 180 Grad zusammenfalten, das machen Schlangen ungern, da muss man sie zu zwingen. Aber ansonsten ist diese Beweglichkeit keineswegs übertrieben. Was übertrieben ist, K kommt so ein bisschen tollpatschig rüber in dem Film. Ja? K hat öfters mal ein bisschen mangelhafte Selbstkoordination. Das trifft auf Schlangen nicht zu. Schlangen sind zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens vollkommen Herr über jeden Teil ihres länglichen Körpers. Und der einzige Moment, wo eine Schlange schlaff ist, ist, wenn sie tot ist oder nachhaltig betäubt, was bei einer Schlange gar nicht so einfach ist. Ne? Also ich habe noch nie eine Schlange in der Hand gehalten, wo auch nur der kleinste Teil schlaff war. Halt, stopp, Ringelnattern, die sich tot stellen, die sind da eine Ausnahme. Ja? Und was überhaupt nicht geht, wenn ein solcher Wirbelwurm vollkommene Herrschaft über alle seine Körpersegmente konstant hat, ist das hier, ne? So, das ist ja, waren jetzt drei Bilder aus der ersten, vom Ende der ersten Begegnung zwischen K und Mowgli. Also ein Knoten in einer Schlange. Das geht, wie gesagt, nur, wenn die Schlange nachhaltig betäubt ist oder aber längst tot. Ne? Also lebende Schlangen sind unmöglich zu knoten. Punkt aus. Fertig. Ja, nochmal kurz auf der Haut rumreitend. Ich hatte eben gesagt, hier sieht man schön, wie dehnbar so eine Haut ist. Wann man auch schön sieht, wie dehnbar so eine Schlangenhaut ist, ist, wenn die Schlange sich häutet. Auch das ist ja sowas, was zur Mystifizierung der Schlange enorm beigetragen hat, dass Schlangen aus der Haut fahren und nicht so wie Echsen oder wir, dass sich da mal so Fetzen irgendwie abschälen, sondern eine Schlange in einem guten Gesundheitszustand, in einer passenden Umgebung, schafft es ja tatsächlich, sich ihre Haut komplett vom Kopf beginnend einmal umzustülpen und abzustreifen. Das Ganze läuft so, wie wenn man sich einen Handschuh auszieht und dabei umstülpt, will heißen, was nachher außen ist, war vorher innen. Und damit das funktioniert, was gehäutet wird, das ist ja nur die alleroberste Schicht, das sogenannte Oberhäutchen, damit das überhaupt funktioniert, muss diese Haut sich extrem dehnen, dieses Oberhäutchen. Und Sie sehen auch hier diese Zwischenschuppenhautbereiche stark gedehnt. Und Sie haben, wenn Sie mochten, am Eingang so ein kleines Tütchen bekommen, so ein kleines Frühstücksbeutelchen, Rewe, beste Wahl, Frühstücksbeutelchen, kann ich nur empfehlen. Und da drin finden Sie ungefähr 6 cm solche Schlangenhaut, solche abgestreifte Schlangenhaut, Natternhemd nennt man das auch. Ihres stammt von einer Königsnatter oder Milchschlange, Lampropeltis triangulum, beliebte Terrarienschlange, so eine falsche Korallenschlange, bunt geringelt. Wurde zuvor Corona-Zeiten gesammelt, keine Sorge, ich habe mir ausgiebig die Hände gewaschen und desinfiziert vor dem Schnippeln. Die Frühstücksbeutel waren frisch gekauft, hatte ich noch kein Essen drin transportiert. Gut, bevor ich mich da jetzt festlaber, an der Häutung einer Schlange, da sieht man noch was sehr Spannendes. Das hat jetzt niemand von Ihnen in dem Tütchen, weil sowas selten gut aus der Häutung rauskommt. Selbst bei wohlerzogenen Terrarienschlangen, wie derjenigen, die ihre Hautstücke gespendet hat. Nämlich das hier. Vorne am Kopf, da häutet die Schlange, wenn Sie so wollen, ihre Augen mit. Schlangen, und das ist das, was bei Schlangen vielleicht am unheimlichsten ist. Schlangen blinzeln niemals, Ladies and Gentlemen. Schlangen haben immer die Augen offen. Schlangen sehen ständig. Ja, das hat viele Kulturen dazu veranlasst, Schlangen mit Weisheit, mit Wissen, mit Allwissenheit irgendwie zu bedenken. Ja, also anzunehmen, dass Schlangen, wenn sie ja immer sehen, dass sie alles sehen und dementsprechend alles wissen, nie was verpassen, alles mitkriegen, was irgendwo geschieht. Und jetzt kommt so ein Funfact über Schlangen, den ich immer sehr gerne erzähle. Der Grund, dass Schlangen immer sehen, ist nicht, dass sie die Augen immer offen hätten. Tatsächlich, meine Damen und Herren, haben Schlangen die Augen zeitlebens immer geschlossen. Die Augenlider von Schlangen sind verwachsen und transparent. Na, Schlangen haben keine Extremitäten, mit denen sie sich die Augen sauber machen könnten. Ihre Zunge, wie das bei Geckos der Fall ist, die nehmen die Zunge zum Augensäubern, die ist bei Schlangen für was anderes gut, nämlich zum Riechen. Und deswegen brauchen Schlangen eine verwachsene Haut als Schutz über ihrem Auge. Und damit sie trotzdem was sehen können, ist diese Haut transparent. Und auch diese Haut hat eine oberste Schicht, eine verhornte, tote Schicht. Das Oberhäutchen wird mit abgehäutet, diese sogenannte Brille hier. Und das bedeutet jetzt leider Gottes, meine Damen und Herren, dass eine
der sympathischsten Aspekte an K nicht real ist, nicht realistisch ist, sondern reine Fiktion. K blinzelt ja. Und achten Sie mal drauf, viele Schlangen in vor allem Animationsfilmen haben Augenlider und setzen die gekonnt ein, sei es nur zur Verführung irgendwelcher Opfer. Kars Mimik basiert ganz entscheidend auf der Tatsache, dass er seine Augen öffnen und schließen, klein und groß machen kann und eben auch ganz zumachen kann. Und das ist leider bei echten Schlangen keineswegs der Fall. Und überhaupt Mimik, ich hätte jetzt noch eine weitere Folie machen müssen, Mimik niemals. Ja, Schlangen haben einen starren Gesichtsausdruck. Die können auch die Lippen nicht bewegen, die können nicht lächeln, die können nicht traurig schauen. Die schauen immer gleich drein. Ja, und jetzt tut es mir schon richtig leid und ich bin froh, dass ich ihre Augen und ihre enttäuschten Gesichter gleich nicht richtig sehen kann. Das, was bei K eigentlich so am heftigsten ist und was, glaube ich, der größte Mythos ist, den K befördert hat, nachhaltig befördert hat, auch das ist Fake. Schlangen hypnotisieren ihre Beute nicht, meine Damen und Herren. Es tut mir total leid. Ja. Aber echte Schlangen machen das einfach nicht. Ja. Das mag manchmal den Eindruck haben, ne? Aber, und beim Dschungelbuch ist das nicht nur so ein Eindruck, da tut K das ja tatsächlich. Schlangen tun das nicht. Wenn die Maus vor so einer Klapperschlange stillhält, in einem anderen klassischen Disney, nicht Animationsfilm zum Beispiel, ne, dann ist das nicht, weil die Klapperschlange sie hypnotisiert hat, sondern weil die Maus gerade aktuell einfach nicht weiß, was sie mit dem Dingens da vor sich anfangen soll, was sich so komisch bis gar nicht bewegt. Ja? Also, sorry Leute, keine Hypnose. Nicht bei K, also nicht bei Ks lebendem Vorbild und auch nicht bei anderen Schlangen. Aber bevor wir jetzt alle heulend nach Hause gehen oder den Schlangenforscher hier vorne für immer hassen, dass er uns die schönen Erinnerungen genommen hat und die Fantasie für immer zerstört. Es ist ein Fakt, K ist faszinierend, ne? So wie jede Schlange. Übt K eine enorme Faszination aus, auch wenn wir wissen, dass das mit der Hypnose eigentlich ein Märchen ist. Und das ist nicht erst seit K so, ne? Egal in welche Zeit oder auf welchen Kontinent wir gehen, überall, wo Schlangen vorkommen, sind sie fester Bestandteil aller dort jemals ansässig gewesenen menschlichen Kulturen und haben dabei sehr ambivalente Bedeutungen zugeschrieben bekommen. Ne? Schlangen stehen für Heilung, Erneuerung, den Kreislauf des Lebens und der Natur. Ne? Das ist also eins der tollsten Symbole überhaupt mit Schlangen drin, der Ouroboros, der sich selbst in den Schwanz beißt. Schlangen stehen für Fruchtbarkeit, ja? Das muss man sich gegeben haben hier. Schlangen stehen, das kennen wir alle aus unserem Stadtbild, da wo wir wohnen. Schlangen stehen für Heilung, sind das Symbol der Medizin. Und Schlangen stehen eben halt auch für Tod und Teufel. Ne? Da gibt es Schlangen mit vielen Köpfen, es gibt Köpfe mit vielen Schlangen und es gibt diese Schlange hier. Und diese Schlange, die ich nicht weiter erläutern muss, die hat unser Verhältnis zur Schlange, also unseres hier in unserer westlichen Zivilisation mit der vielgepriesenen christlichen Leitkultur, nachhaltig versaut. Ja? Wegen dieser garstigen Schlange dürfen wir nicht mehr den ganzen Tag chillen, sondern müssen im Schweiße unseres Angesichts und so weiter und so fort. Ne? Und dementsprechend tritt das Christentum und macht da keine Ausnahme, es machen alle monotheistischen Weltreligionen, die treten die Schlange regelrecht mit Füßen. Ne? Das steht in der Bibel kurz nach dieser Geschichte, wird die Schlange verflucht vom Herrn persönlich und da steht dann halt eben auch, Feindschaft setzt sich zwischen deinem Nachwuchs und den der Frau. Du triffst ihn an der Ferse, will heißen, du beißt ihn in den Fuß oder ins Bein und er trifft dich am Kopf. Und das tut die heilige Jungfrau Maria hier. Naja, nicht ganz passgenau, aber sei es drum. Ja. Und weil Schlangen da halt eben so verteufelt werden, sind Schlangen tatsächlich in den meisten modernen Märchen, die aus Europa oder Nordamerika kommen, eher so der Teufel. Ganz selten dürfen Schlangen mal freundlich und tollpatschig sein im Gefolge von K quasi. Ja? Wer erinnert sich an den blauen Sauser? Viel zu selten werden Schlangen einfach nur aufgrund ihrer fundamentalen Ästhetik und Eleganz gefeiert. Alles Gute zum 52. mittlerweile, Frau Hayek. Unglaublich, was? Aber in der Regel sind Schlangen der fiese Möp, sind Schlangen das Böse. Ne? Also selbst der härteste Archäologenhund, promoviert oder nicht, erschreckt sich vor ihnen fast
fast zu Tode. Achten Sie mal auf die Szene, da liegen mehr Schläuche als Schlangen rum in diesem Dings. Pirschen sich hinterrücks an irgendwelche unbescholtenen Geheimagenten ran, seit man sie im Computer billig animieren kann, machen Schlangen die allerkrassesten Sachen. Wer Lust auf krassen Schlangen-B-Horror hat, das hier unbedingt sehen. Kult mittlerweile. Und hypnotisieren unschuldige Kinder, das genau bringt mich wieder zurück auf den Faden. Wir wollten über K reden und bei K ist das genau dasselbe. Ich hatte es eben schon mal, Herr Peiler hat es auch schon angekündigt, so K ist einerseits freundlich, manchmal auch so ein bisschen dösig, eher so der Kumpeltyp könnte man sagen, aber andererseits auch so ein listiges, verschlagenes Biest. Ja? Also diese Ambivalenz, die Schlange in unseren Köpfen irgendwie besetzt, die kommt in K voll zum Ausdruck. Und tatsächlich, wir steigen jetzt nochmal kurz wieder in diese Szene ein, denn in dieser Szene drückt sich das auch ganz prima aus. Ne? Also K umsäuselt Mowgli so, erzählt ihm lauter tolle Sachen. Och komm, ich bin ja ganz anders, mir kannst du vertrauen. Und andererseits versucht er aber die ganze Zeit, ihn zu hypnotisieren und schafft es dann ja letzten Endes auch. Also, Kernaussage dieses Liedes, das K da bringt: Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir. Ja, auf Englisch: Trust in me, just in me. Und da auf Englisch übrigens möchte ich Ihnen auch eine Strophe nicht vorenthalten, da wo es auf Deutsch heißt: Schlafe sanft, süß und fein, will dein Schutzengel sein, heißt der englische Originaltext. Der ist da noch so ein bisschen seltsamer. Man wundert sich noch ein bisschen mehr, ob man das glauben darf. You can sleep safe and sound, knowing I am around. Also, ne, du kannst ganz ruhig und sicher schlafen, wissend, dass ich in der Nähe bin. Und möchte ich jetzt hier gern mal klären, meine Damen und Herren. Sollten wir die Augen zumachen und jemandem wie K vertrauen? Sollten wir einer Schlange wirklich vertrauen? Naja, als jemand, der viel mit Schlangen gemacht hat, kann ich erstmal das Schlimmste vorwegnehmen. Grundsätzlich besteht kein Grund zur Panik, wenn eine Schlange in der Nähe ist. Ja? Und das sage ich jetzt hier nicht einfach so wie, keine Ahnung, der Präsident einer ehemaligen Weltmacht sagt, hey, Corona, it's not that bad, um keine Panik aufkommen zu lassen, sondern ich weiß tatsächlich, wovon ich rede. Herr Peiler hat es schon verraten. Ich habe über 12 Monate in diesem wunderbaren Gebirge, oh, wie schön ist Panama, verbringen dürfen, unter anderem auf der Suche nach Schlangen. Es soll da welche geben, laut diesem wunderbaren Verkehrsschild, mein liebstes Verkehrsschild überhaupt, was ich je gesehen habe. Und ich konnte das auch bestätigen, wissenschaftlich. Ja, es gibt in Panama tatsächlich einen riesen Haufen Schlangen. Hier sehen wir so ein paar von denen, die ich persönlich kennengelernt habe. Und die allermeisten von denen sind absolut harmlos. Ja, das heißt, selbst wenn man die aus irgendeinem Grund plötzlich im Gesicht hängen hätte, wäre das eigentlich nicht weiter schlimm. Ich habe tatsächlich dieses ganze Schlangenpanikgemache irgendwann mal im Zuge dieses Buches, was ich da mal geschrieben habe, Keine Bange vor der Schlange, zum Anlass genommen, um mal 15 Jahre meine Wenigkeit und Schlangen zu rekapitulieren. Jede Schlangenbegegnung, über die ich eine Aufzeichnung hatte, oft in Form eines Digitalfotos, habe ich ausgewertet und kam auf den Trichter, dass ich zwischen der Jahrtausendwende und 2015 616 Schlangen, an die ich mich fundiert erinnern konnte, getroffen hatte und an mehr als der Hälfte davon, hier rot, nah dran war. Und mit nah dran meine ich so nah, wie ich jetzt gar nicht an irgendjemand von Ihnen zur Demonstration rangehen darf, weniger als einen Meter. Na, das heißt, nach diesem Snakes are aggressive, hätte ich also ungefähr hier 340 Mal tot sein müssen. Was ist passiert? Von diesen 616 Schlangen, und das weiß ich wirklich ganz genau, weil man erinnert sich an sowas, weil es so selten ist, haben ganze 42 versucht, mich zu beißen und nur 15 haben es geschafft. Und das waren alles welche, die ich in der Hand hatte. Ne? Niemand ist da aus 2 Meter Entfernung auf mich zugesprungen, um mich abzumurksen. 15 Schlangen haben es geschafft, mich zu beißen. Und meistens war das derart unspektakulär und unglimpflich, dass ich da noch mit der rechten Hand, ist immer meine linke Hand im Bild, draufhalten konnte, um die Sache halt eben zu dokumentieren. Ich habe tatsächlich, glaube ich, jeden dieser Bisse mit dem Foto dokumentiert. Und am Ende war die Sache halb so schlimm. Genau, also wesentlich realistischer, das, was einem wirklich passiert, wenn man unbedingt eine Schlange anfassen muss, aus welchem Grund auch immer, ist das hier,
Na? Schlangen sind Schisser, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Schlangen scheißen einen voll, wenn sie sich bedroht fühlen. Darüber habe ich keine Aufzeichnungen geführt, Ladies and Gentlemen, weil das ständig passiert. Und als Wissenschaftler bin ich vorsichtig. Eigentlich hätte ich jetzt gern den halben Kuchen braun gemacht. Ich habe es mal nach Art gemacht und dann auch nur jede dritte als Schiss markiert. Mindestens 110 Mal wurde ich in dem besagten Zeitraum vollgeschissen von Schlangen. Und das ist ja eigentlich auch halb so schlimm, weil wir haben ja Wasser und Seife. Wem muss ich das erzählen in Pandemiezeiten? Und können uns die Hände waschen. Schon vor der Pandemie konnten wir das. Schlangen sind aber auch im übertragenen Sinne Schisser. Mehr als 2/3 meiner Schlangen haben versucht, sich dünne zu machen, das Weite zu suchen, als sie meiner gewahr wurden. Nur 1/3 etwa hat ist weiter mit dem fortgefahren, was sie gerade gemacht haben. In der Regel war das Liegen. Ja, das, was Schlangen am liebsten tun, die meiste Zeit ihres Lebens. Also diese Mär von der Schlange, die jetzt von hier hinten da in die hinterste Reihe hüpft, mit der harten Absicht, sie, ja, in die ewigen Jagdgründe zu befördern, das ist einfach absoluter Bullshit, muss man mal ganz klar so sagen. Ja, viel mehr Menschen würden durch Schlangen sterben, wenn das so wäre. Nichtsdestotrotz, ich will es jetzt auch nicht schönreden, nicht alle Schlangen sind harmlos. Ja, in diesem Layout von 60 Schlangenarten ist etwa jede 5. so gefährlich, dass sie jeden hier im Raum befindlichen, also jetzt nicht alle zusammen, ne, aber Einzelbegegnungen, töten könnte. Also um es mal zu präzisieren, das ist sie hier oben und ab hier der ganze Rest. Und tatsächlich ist es so, wenn man mal weltweit die Schlangenarten sich anschaut, Mitte diesen Jahres kannte die Wissenschaft so gut 3800 verschiedene Schlangenarten auf dem Planeten Erde, und da sind gut 800, knapp 850, würde ich als wirklich gefährlich einstufen, sodass eine Begegnung tödlich enden kann. Und mit tödlich meine ich jetzt nicht, weil sie einen Herzkasper hatten, nur eine Schlange. Ja, und warum sind die wirklich gefährlich? Naja, in den allermeisten Fällen, wenn wir uns diese 840 mal genauer anschauen, ungefähr 800 sind aufgrund ihres Gifts gefährlich. Schlangengift ist der absolute Hammer. Ne? Da drinnen sehen wir echtes Schlangengift. Es gehört, egal von welcher Schlange das Gift wir nehmen, es ist immer einer der potentesten Wirkstoffcocktails, den die Menschheit überhaupt kennt aus der Natur. Da sind über 100 aktive Komponenten drin. Wenn man diese Komponenten isoliert, studiert und dann medizinisch einsetzt, kann man die dollsten Sachen draus machen. Das wäre allein eine Stunde Vortrag wert. Wenn man sie aber von der Exklusivvertreiberin und Herstellerin direkt injiziert bekommt, dann können schlimme Dinge passieren. Leute mit schwachen Nerven und Minderjährige, jetzt mal kurz Augen zu. Augen zu, vertraue mir. Schlimme Dinge passieren. Da wollen wir nicht drauf rumreißen, ne? Und wenn da das Bein ab ist, dann ist man immer noch nicht so arm dran, wie man eigentlich hätte sein können. Giftschlangen sind eine der neglected tropical diseases, wurden vor ein paar Jahren von der Weltgesundheitsorganisation so eingestuft, und man weiß es nicht genau, geht aber davon aus, dass jedes Jahr etwa 100.000 Menschen an Schlangenbissen sterben, die Hälfte davon in Indien. K ist nun aber keine Giftschlange, wie wir alle wissen. K ist eine Riesenschlange. Und tatsächlich können auch Riesenschlangen ernsthaft gefährlich sein, nicht nur in Filmen mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle, sondern auch in der realen Welt können Riesenschlangen echt gefährlich sein. Warum? Weil sie einfach groß und stark sind. Hier sehen wir wieder meine linke Hand, diesmal mit Schlange drum. Das war auch in Panama, das war eine 1,20 Meter Boa Constrictor. Das ist nicht groß für eine Riesenschlange, aber das war eine prekäre Situation. Ich hatte die am Kopf, sie hat sich da drum gewickelt und zugemacht, und ich habe die da allein nicht mehr runterbekommen. Ich hätte sie loslassen müssen, aber da hatte ich keine Lust drauf, aus verständlichen Gründen. Ich habe Hilfe gebraucht, um eine 1,20 Meter Riesenschlange von meinem Arm runterzukriegen. Und Schlangenforscher hier aus Frankfurt hat irgendwann mal dem Deutschlandfunk zu Protokoll gegeben, der daraus dieses Bild gemacht hat, ab 4 Meter. Riesenschlange kann ein unbewaffneter Mensch absolut nichts mehr tun. Und da würde ich dem Kerl recht geben. Wir alle haben wahrscheinlich dieses Bild auch im Hinterkopf, wenn von Riesenschlangen die Rede ist. Ja, geht mal wieder ins Senckenberg-Museum. Und ich würde sogar noch ein bisschen runtergehen. Ich würde sagen, ab 3 Meter Riesenschlange ist das Ganze schon echt gefährlich. Ja, also dieser Netzpython, der diese Haut gespendet hat, 3,35 Meter war die lang, der wäre im Zweifelsfall schon ernsthaft gefährlich für einen Menschen. Und die Riesenschlangen, das sind eben diese 40, die da noch übrig sind bei den wirklich gefährlichen Schlangen. Und jetzt ist die Frage, ist K eine wirklich große Riesenschlange? Und die Frage können wir ganz klar mit Ja beantworten. Na? Also, wenn wir uns das hier anschauen,
Und jetzt mal wissenschaftlich vorsichtig, ne? Also man sagt dann immer gerne, man überschätzt Schlangen immer gerne in der Länge. Und wenn wir uns das anschauen und sagen, na ja, mindestens 15 Meter Schlange, das wäre unwissenschaftlich, aber mal ganz ernsthaft, ne? Also Mowgli ist ein kleiner Junge. Sagen wir mal, wenn er so sitzt, hat er so eine Sitzhöhe von 20, 40, 60 Zentimetern, ne? Vielleicht so ein 8- oder 10-Jähriger kommt hin. Dann hätten wir ja hier, also das hier, ne, hätten wir 1, 2, 3, 4, schon 5x60 Zentimeter Schlange ausgerollt hier auf diesem Bild. Also 3 Meter. Und dann schwieriger zu berechnen, das, was hier noch drum gerollt ist. K ist eine verdammt große Schlange, liebe Leute. Es kam schon durch, K ist ein Python. K ist ein sehr großer Python, das muss man jetzt wirklich auch sagen. Und K ist ein sehr großer Python in Indien. Und jetzt können wir uns mal überlegen, können uns mal wissenschaftlich deduktiv herleiten, was für ein großer Python da in Frage kommt. Als allererstes muss man dann auch gleich mal sagen, noch so ein Mythbusting. Pythons haben keine runden Pupillen, meine Damen und Herren. Auch das ist so ein Menschlichkeitsfaktor bei K, die runde Pupille. Nur richtig böse Schlangen in Zeichentrickfilmen haben schlitzförmige Pupillen. K als nicht richtig böse Schlange hat runde Pupillen. Auch wenn er ein Python ist, richtige Pythons, dann hätte jetzt jeden Python der Welt nehmen können, haben senkrecht schlitzförmige Pupillen. Zurück zur Frage. Welcher große Python kommt in Frage? Es gibt drei Arten. Früher waren es zwei, jetzt gerade erst sind es drei geworden. Es gibt den Tigerpython, aus dem man inzwischen zwei Arten gemacht hat. Das ist eine der Big Four der richtig großen Schlangen der Welt, die regelmäßig größer als fünf Meter werden. Jetzt sind es Big Five, denn der Tigerpython sind jetzt zwei. Der dunkle, witzigerweise dieses Exemplar heller als der helle, macht aber nichts. Also das sind ordentlich fette, große Python-Oschis. Die sieht man sehr häufig in Zoos, wenn da ein großer Python liegt, dann ist das in der Regel ein Tigerpython. Und dann gibt es noch den Netzpython. Der Netzpython hat lange den Titel als größte Schlange der Welt gehalten. Da gab es mal einen Guinness-Rekord von exakt 10 Metern. Und wenn ich exakt 10 Meter höre, dann weiß ich schon, das ist Fake. Ja, weil nur jede hundertste Schlange statistisch gesehen ist exakt einen runden Meter lang. Macht aber nichts, der Netzpython wird noch ein gutes Stück größer als der Tigerpython, kann sehr variabel obenrum aussehen. Hier mal die Verbreitung der beiden Tigerpython-Arten, grün und rot, hier überlappen die sich. Also Indien ist voll von dem hellen Tigerpython, schlag mich tot. Und hier die Verbreitung vom Netzpython, das ist allerdings eine grottenschlechte Karte. Denn in Indien, was hier vollkommen eingefärbt ist, da ist der nur so marginal bekannt. Und man streitet sich noch ein bisschen drüber, wie weit der auf dem Festland von Indien überhaupt vorkommt. Also, was die Verbreitung anbetrifft, denn das Dschungelbuch spielt ja offenbar in Indien, da müsste es eher ein Tigerpython, also ist ein Tigerpython wahrscheinlicher, sag ich mal so, aber Netzpython nicht ausgeschlossen. K hängt die ganze Zeit auf Bäumen rum in dem Film. Das lässt wieder den Netzpython wahrscheinlicher erscheinen. Der Tigerpython führt eher so ein bodennahes Leben. Netzpythons treiben sich wirklich mit Vorliebe im Geäst rum. Und wenn wir jetzt mal auf die Äußerlichkeiten gehen, Tigerpythons haben große Dunkelflecken auf dem Rücken. Netzpythons eher, das ist jetzt eine spezielle Farbvariante, wo das besonders rauskommt, eher große helle Flecken. Also was die Färbung anbetrifft, kriegt K wieder so ein Stups in Richtung Tigerpython. Ja, aber der Netzpython ist weiterhin nicht ganz ausgeschlossen, auch was die Färbung betrifft. Wie gesagt, Netzpythons sind sehr variabel. Und jetzt kommt was, was ich als sehr wichtig erachte, die allgemeine Statur. Wir sehen hier einen Netzpython und einen Tigerpython auf einem grottenschlechten Handyfoto. Und die sind ungefähr gleich groß. Aber obwohl dieser Netzpython stark im Vordergrund liegt bei dieser Weitwinkelaufnahme, ist der viel schlanker. Als viel schlanker zu erkennen, meines Erachtens, als dieser fette Tigerpython im Hintergrund. Und die werden beide gleich stark gefüttert. Und wenn wir uns K anschauen, dann ist K eine unglaublich lange, schlanke Riesenschlange. Und das spricht ganz stark für den Netzpython, meine Damen und Herren. Dreimal plus für den Netzpython. Und wenn wir K noch einmal tief in die Augen schauen, dann haben die welche Farbe? Gelb, finde ich auch. Sind alle der Meinung, irgendjemand dagegen? So, dann schauen wir mal den beiden Tigerpython-Arten tief in die Augen. Die sind dunkelbraun, diese Augen. Und jetzt schauen wir mal zwei Netzpythons von verschiedenen Gegenden in Südostasien tief in die Augen. Und die haben gelbe Augen.
Und das ist für mich ein Totschlagargument, meine Damen und Herren. Von der Augenfarbe her kann K auf keinen Fall ein Tigerpython sein. K muss ein Netzpython sein. Ne? Also wenn wir jetzt hier zählen wollen, diese drei Minusse machen die drei Plusse wieder weg, bleiben drei Plusse hier und viele Plusse hier, um es mal so zu überschlagen. K muss ein Netzpython sein. Und als hätte ich es geahnt, habe ich einen Ausschnitt eines Netzpythons als Hintergrund für meine Folien gewählt. Gut, also K ist ein Netzpython, einigen wir uns darauf. Auf keine Widerworte, die Zeit rennt. Und wenn K ein Netzpython ist, wobei das träfe auch zu, wenn K ein Tigerpython wäre, dann wäre dies hier ganz anders verlaufen, meine Damen und Herren. Ne? Dieses, ich hypnotisiere dich erstmal und dann wickle ich dich ein und dann feig ich kurz und dann fresse ich dich. Nee, Leute, so geht das nicht. Wir machen Pythons Beute. Pythons haben Zähne. Das hier ist der Oberkiefer eines stattlichen Netzpythons. Und wir sehen, da sind wieder meine linke Hand, so als Größenvergleich, wir sehen, da sind stattliche Zähne drin, in diesem Oberkiefer, in insgesamt 1, 2, kennen wir, alter Hut, aber schlangentypisch, 3, 4 Reihen Zähne im Oberkiefer, jede davon einzeln beweglich. Und das Ding, das starrt nur so vor Zähnen. Da sind etwa 50, 60 Zähne allein hier in dem Oberkiefer, den es ja so gar nicht gibt. Und da gehören ja noch 2 Unterkiefer dazu. Und Ladies and Gentlemen, das ist jetzt die zweite Hands-on-Überraschung für heute. Diese Unterkiefer hat mir das Senckenberg-Institut tatsächlich auch ausgeliehen. Das sind genau diese beiden Unterkiefer, einfach damit Sie mal eine Vorstellung haben. Und wir werden da jetzt auch, ich glaube, einen von lieber, ne? Mal rumgehen lassen. Ich glaube, 2 macht zu viel Chaos, ne? Also nehmen wir einen und machen Sie gerne Folgendes. Fühlen Sie einfach mal kurz diese Zähne. Ja, aber tun Sie das bitte ganz vorsichtig, die können leichter rausbrechen, als man das so denkt. Fassen Sie ansonsten den Kiefer möglichst nur am Knochen an, also nicht an den Zähnen greifen und halten. Tun Sie mir und dem Senckenberg-Institut diesen Gefallen. Also da einmal Zähne fühlen, während ich hier weiter im Text gehe, denn die Zeit bleibt nicht stehen, die Zeit kann nur vergehen, das wusste schon Fanny van Dunn vor etwa 20 Jahren. So sieht das dann ungefähr im Verbund aus. Wie gesagt, das ist das Ding, was ich rumgehen lasse. Und eigentlich, bevor es dazu kommt, na, würden andere Dinge geschehen. Als allererstes kommt so eine Riesenschlange, kommt so eine Würgeschlange und beißt, schnappt sich einfach ihre Beute, die dann bei grob gepeilt zwischen 70 und 90 nach hinten gebogenen Fangzähnen. Zur Erinnerung, so sehen die Dinger aus. Ja. Können Sie sich gleich mal genüsslich vorstellen, wenn Sie das Ding in der Hand haben, wie sich diese Zähne in Sie reinbohren. Da brauchen Sie einiges an Kleidung, damit die Ihr Fleisch nicht erreichen. Und diese Zähne, was die nicht wieder loslassen wollen, das lassen die. Das geben die auch nicht wieder frei, denn die sind alle nach hinten gebogen. Ja. Also, was passiert? Man wird gepackt. Die Schlange umschlingt einen 2, 3 Mal. Das geschieht binnen von Sekunden. Und dann zieht sie immer schön ein bisschen fester. Man muss ja immer wieder mal ein bisschen abatmen, dann wird man weiter komprimiert. In der Regel kriegt man keine Knochen gebrochen. Man erstickt auch nicht unbedingt, sondern das wurde tatsächlich vor 5 Jahren erstmalig richtig wissenschaftlich studiert. Was passiert, wenn Riesenschlangen ihre Beute würgen? Im Prinzip komprimieren die zu Tode und es sind multiple Todesursachen. Es ist einfach ein Atemluftmangel. Es ist die Unterbrechung des Kreislaufs an ganz verschiedenen Stellen im Körper, die dafür sorgt, dass lebenswichtige Organe, namentlich Hirn und Nieren, die sind da meist zuerst betroffen, unterversorgt werden mit Sauerstoff. Das heißt, man stirbt an multiplem Organversagen in Verbindung mit Luftknappheit, in Verbindung mit mangelnder Zirkulation, nicht daran, dass man zu Tode gequetscht wird im eigentlichen Sinne. Ja, und dann kommt das hier, meine Damen und Herren. Die Schlange reißt ihr Maul weit auf. Und wie weit Schlangen ihr Maul aufreißen können, das weiß jeder, der schon mal im Senckenberg-Museum war. Wer war noch nie im Senckenberg-Museum? Hand hoch. Wunderbar, Sie dürfen alle bleiben. Aber gehen Sie mal wieder hin. Na? Also, die Anaconda mit dem Wasserschwein im Senckenberg-Museum, die demonstriert uns, auch wenn das Wasserschwein ein bisschen zu dick präpariert wurde, eindrucksvoll, was eine Anaconda von 5,5 Meter durchaus schaffen kann. Und warum kann sie das schaffen? Wir hatten schon das fehlende Brustbein, das die Rippen aufklappen können. Na? Wir hatten auch schon die extrem flexible Haut. Und was wir noch nicht hatten, ist das hier.
Nehmen Sie doch mal Ihre frisch desinfizierte Hand oder nehmen Sie meinetwegen Ihren Handrücken oder was auch immer. Sie sollen sich ja eigentlich nicht ins Gesicht fassen, ne? Lassen Sie es drauf ankommen. Sie wissen es aber auch selber, Sie haben da schon öfters mal hingefasst. Sie haben einen linken und einen rechten Unterkieferast. Genau wie unser Netzpython. Genau wie unser K. Ja? Und wenn Sie nach vorne tasten, dann können Sie irgendwo gar nicht mehr so richtig sagen, wo hört denn der eine auf und wo fängt der andere an. Grund? Bei Ihnen sind die beiden Knöchern verwachsen. Das nennen wir Wissenschaftler Kinn. Wir Menschen haben ein Kinn, Schlangen haben kein Kinn. Da, wo wir ein Kinn haben, haben Schlangen ein elastisches Band und können deswegen ihre Kiefer öffnen. Die können die unabhängig voneinander bewegen und das ist der Grund, warum Schlangen keine Hände brauchen. Die können diese beiden Kiefer wie Hände einsetzen. Die vier Zahnreihen im Oberkiefer sind frei beweglich. Das heißt, Schlangen hakeln sich ihre Beute im Sechsteltakt rein, ne? Machen hier auf, können da weit ausstellen, müssen da in der Regel nichts aushängen oder ausrenken. Das ist alles extrem gelenkig verbunden. Wie gesagt, Flexibilität gleich Schlange. Ja, und dann ist die Beute irgendwann da drinne. Und man sieht ja in den Medien immer mal wieder, dass da nicht nur irgendwelche Affen oder Kühe oder Wasserschweine oder Warzenschweine ihren Weg in Schlangen finden, sondern man sieht ja auch immer wieder so grauslige Bilder. Menschen in Schlangen. Und dann kann man sich natürlich fragen, ist das realistisch? Hätte das Mowgli, Menschen in Schlangen, das ist Bart in der Anaconda, und jetzt hätte man sich fragen können, hätte das Mowgli auch passieren können, in so einer Schlange zu landen? Und da muss ich jetzt ganz klar sagen, ohne Panikmache, ja. Denn de facto, Ladies and Gentlemen, ist der Netzpython, nicht die Anaconda, über die gibt es die schlimmsten Geschichten. Und die krassesten Filme. Aber der Netzpython, meine Damen und Herren, und jetzt wieder zartbeseitete Menschen kurz Augen zu, Minderjährige vielleicht kurz Augen zu. Wann immer wir, Augen zu, vertraue mir, wann immer wir solche Bilder sehen und diese Bilder echt sind, dann ist die Schlange auf diesem Bild in aller Regel ein Netzpython. Netzpythons wohnen in Südostasien. Jetzt können Augen wieder aufgehen, weil hier sieht man eigentlich gar nicht mehr, was da zu erkennen wäre. Netzpythons wohnen vor allem auf den indonesischen Inseln, sehr dicht gedrängt mit Menschen zusammen. Und da passieren immer mal wieder blöde Unfälle. Mensch kommt Netzpython zu nahe, Netzpython beißt zu, wahrscheinlich um sich zu verteidigen, und vollzieht dann eben diese Handlungskette, von der ich eben schon gesprochen habe. Meistens will der Netzpython, und da stelle ich ihm einfach mal den Menschen gar nicht fressen. Es passiert einfach. Denn wenn man dann schon mal Blut geleckt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dann spult man dieses Programm ab als Schlange, die jetzt da nicht großartig philosophiert. Ach, sollte ich diesen armen Menschen jetzt wirklich töten und verschlingen? Nee, man macht dann einfach. Ja? Und ich will es nicht ausschließen, dass bei kleinen Menschenkindern wie Mowgli so ein Netzpython das auch wirklich mal als gefundenes Fressen ansehen kann, wenn er daherkommt. Ja? Und tatsächlich ist der Netzpython mit Abstand, mit weitem Abstand, die Schlange, die die meisten menschlichen Todesfälle, die Riesenschlange, die die meisten menschlichen Todesfälle verursacht. Hier 2017 gab es einen aufsehenerregenden Fall. Da wurde ich tatsächlich auch von dieser Dame hier angerufen, nach meiner Meinung gefragt. Ich rede von dem Fall, der diese Bilder hier hat. Da haben sie tatsächlich diesen Python gefunden, nachdem sie ihren Kollegen schon 2 Tage vermisst hatten, haben den Python getötet und geöffnet und der Kollege kam raus. Ich hab Welt Online beschrieben, wie das vonstatten geht und wie das aussieht. Die haben diese prima Erklärgrafik draus gemacht. Ja. Muss ich, glaube ich, jetzt nichts zu sagen. Also ja, Netzpythons können Menschen ab und an mal verschlingen. Meistens schaffen sie es nicht, denn meistens fangen sie hier an und da werden wir Menschen dann unstattlich schnell breit. Wir werden 0,x dreimal so breit. Und das schaffen selbst flexible Netzpythons oft nicht. Die meisten Menschen, die aus Netzpythons geschnitten werden, liegen andersrum drinne. Da hat der Netzpython sich geirrt und bei den Füßen angefangen. Na? Und da wird so ein Menschlein schön graduell, schön langsam breiter. Ja, also der Netzpython, meines Wissens tatsächlich auch die einzige Riesenschlange, die einen nennenswerten Umfang, und damit meine ich so alle Schaltjahr mal, weltweit, einen Menschen verschlingt. Also durchaus für uns zu fürchten und für Mowgli erst recht, der ja ein bisschen kleiner ist. Noch eine Frage, die ich auch im Pressetext zu dieser Veranstaltung hier gestellt habe. Müsste K. den Tiger fürchten? Jetzt mal andersrum. Nicht müssten wir uns Gedanken vor K. machen, sondern müsste K. Schiss vor dem Tiger haben, denn das hat er. Im Dschungelbuch. Na? Also sehen wir nur hier wieder diese perfekte Mimik, krasse Krallen, ja. Und Shere Khan lässt ja hier auch keinen Zweifel dran. Aber Ka fügt sich halt auch in dieses Schicksal irgendwie, wer hier der Stärkere und wer hier der Chef ist. Und da muss ich mal ganz klar sagen,
Wie diese Begegnung hier ausgehen würde, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen. Fakt ist, K. hätte bessere Dinge, die er einem Tiger entgegensetzen könnte, als diese läppischen Hypnoseversuche. Und Shere Khan weiß ja auch direkt, was abgeht und vermeidet Augenkontakt. Tatsächlich ist dieser hypothetische Fight, Beast Fight, Tiger gegen Python, war schon Gegenstand vieler Darstellungen. Da wurde viel drüber nachgedacht. Das ist fast so fantasieanregend wie Tyrannosaurus gegen Triceratops. Ne? Können wir uns auch alle überlegen, wer würde da wohl gewinnen? Beide haben gute Chancen. Hängt sich ja vom Einzelfall ab. Was ich sagen kann, ist, also meines Erachtens nach hätte jeder der Beteiligten hier etwa gleich gute Chancen. Weil ein ausgewachsener Netzpython, so ab 5 Meter oder so, hätte der kein Problem damit, einen Tiger zu töten durch Umschlingen. Allerdings, ein Tiger könnte halt vorher auch so einen Netzpython ordentlich zerstückeln, wenn er das Maul frei hat und irgendwo es schafft, reinzubeißen. Was wir allerdings konstatieren können, ist, dass hier, wie es zu dieser Szene da eben kommt, ja, dass da so ein Teil Schlange schlaff irgendwo runterhängt und da kommt der Tiger mal vorbei und schnappt sich das, ja, dass also die Schlange hinterrücks sich überrumpeln lässt, das würde einer Schlange nicht geschehen. Denn dazu sind Schlangen viel zu aufmerksam und registrieren alle Vorgänge in ihrer Umgebung viel zu gut. Also, K. müsste nicht unbedingt Angst vorm Tiger haben. Es gibt aber noch was, das ist viel schlimmer als der Tiger, Ladies and Gentlemen. Und das sitzt hier. Ungefähr 35 Mal. Das sind Sie und ich. Das sind Menschen, ja. Wir sind die gemeinste Art auf diesem Planeten. Wir sind das Gefährlichste für jede andere Tierart. Ich zeige mal ein Bild. Da hängen so ein paar Netzpythons. Das ist in Indonesien und das ist noch gar nichts, wenn Sie glauben, das seien viele Netzpythons. Dieses Bild hat Mark Aulia, ein Kollege von mir, aufgenommen, der sich viel im Reptilienschutz engagiert. Und tatsächlich, Netzpythons sind laut CITES, dem meistgehandelte Schlangenart überhaupt, 350.000 Netzpythons werden pro Jahr aus Südostasien exportiert. Die meisten davon als Farmtiere deklariert. Auf wie viele das wirklich zutrifft und wie viele nicht eigentlich aus dem Wald gerissen wurden, das weiß man nicht. Ne? Also in dieser Statistik tauchen nur 3 Schlangenarten auf, nämlich andere Pythons, dann Tigerpython, 100.000 Stück, auch schon stattlich, aber 350.000 Netzpythons werden pro Jahr gehandelt für Schlangenlederjacken und dergleichen mehr. Und das ist ja noch nicht alles. Na? Das ist jetzt speziell Netzpython, der Arme wird viel geschlachtet, um gehandelt zu werden. Wie grausam das abläuft, erspare ich uns allen heute mal. Sondern der leidet ja auch noch unter den Sachen, unter denen alle anderen Schlangen leiden müssen. Na? Die werden auf Straßen überfahren, die leiden unter Lebensraumzerstörung, unter der Durchseuchung des Planeten, die wir Menschen vornehmen. Und Schlangen sind ja bei vielen Leuten immer noch verhasst und verteufelt. Und in vielen Weltgegenden gilt, nur eine tote Schlange ist eine gute Schlange und Schlangen werden zerstückelt, wo auch immer man sie trifft. Gut, bevor wir alle heulen, fasse ich nochmal kurz zusammen. Was ist realistisch und was nicht so an K, denn wir freuen uns ja alle auf den Film. Also, Körperbau, lang, schlank, ziemlich riesig, das passt. Ja, ist realistisch. Diese Flexibilität, das passt auch. Mit der Eleganz und Koordination jedes Körperbereiches, die echte Schlangen so haben, da hapert's bei K im Dschungelbuch. Das ist nicht so ganz natürlich dargestellt. Die Augenfarbe passt prima zum Netzpython, wie wir festgestellt haben. Blinzeln und Mimik leider nicht. Und Hypnose leider schon gar nicht. Dem Tiger klein beigeben würde ein echter Netzpython dieser Größenordnung, also ich persönlich schätze K auf mindestens 8 Meter, vorsichtige Schätzung, da würde der Tiger ordentlich eins zwischen die Löffel kriegen. Lange Reden schwingen und rumsingen, so wie ich und K im Film, würde ein Netzpython natürlich auf keinen Fall tun. Und Ladies and Gentlemen, ich glaube, wir haben inzwischen alle verstanden, in den Schlingen einer derart großen Schlange sollte man sich nicht schlafen legen, auch wenn es da inzwischen in Thailand so eine Spa-Behandlung gibt, wo sie 5 Meter Tigerpythons über sich kriechen lassen können. Tun Sie es vielleicht nicht unbedingt. So, und wer jetzt total Lust hat, K zu sehen, klar, jetzt gleich hier auf der Leinwand, klappt aber auch in real. Ich habe mal 3 Sachen zur Auswahl. Gehen Sie doch mal ins Reptilium in Landau, ist mein Geheimtipp. Landau in der Pfalz, das Reptilium, kleiner, feiner Reptilienzoo. Die haben 4 Netzpythons, 3er unterschiedlicher Unterarten oder Morphen. Die beiden, die haben wir schon gesehen im Bild. Und da gibt es ein richtig stattliches Viech. Das wird wahrscheinlich nächstes Jahr in einer 1, 2 oder 3 Folge mit dem schönen Titel Keine Bange vor der Schlange eine Rolle spielen. Das ist ein uralter Netzpython, weit über 5 Meter lang. Wie lang weiß keiner genau. Das Hintergrundbild, das stammt aus Hagenbecks Tierpark. Die haben da auch mindestens einen stattlichen Netzpython. Und ein absolutes Kuriosum, die haben einen Abguss
von zwei ineinander verbissenen Riesenschlangen, die nur Netzpythons sein können, die laut beigefügter Messingtafel sich beim Streit um einen Schwanenkadaver dermaßen ineinander verbissen haben und nicht mehr losgelassen haben, dass sie dann beide ins Wasserbecken gekullert und dort ertrunken sind. Sehr untypisch für eine Schlange zu ertrinken. Oder warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. Gehen Sie doch mal wieder ins Senckenberg-Museum. Wenn da keiner singt, ist das möglich. Da können Sie die gelben Augen an einem Kopfabguss bewundern und haben ein wirklich stattliches Skelett von 6,5 Metern Länge, wo Sie mal die Rippen und Wirbel zählen können, wenn Sie möchten. Wirbel sind es 377, das Skelett 6,5 Meter. Der längste jemals glaubhaft vermessene Netzpython war gut 9 Meter lang. Also denken Sie sich auf dieses Skelett im Senckenberg-Museum die Hälfte drauf, dann wissen Sie, wie lang eine Schlange überhaupt werden kann, belegterweise heutzutage. Okay, zu aller guter Letzt, das hatte ich ja auch am Anfang angekündigt, gebe ich Ihnen noch ein paar Überlebenstipps. Wir alle kennen diese Situation, man dreht sich um und plötzlich ist da ein Netzpython. Wie reagiert man korrekt? Nicht in die Augen schauen, das haben wir jetzt schon gelernt. Im Prinzip ist nichts leichter als die Begegnung mit einer Schlange, egal ob groß, klein, giftig oder Würgeschlange, zu überleben. Man bleibt, als allererstes bleibt man cool. Ja? Nicht Herzkasper, nicht wild zurückspringen, vielleicht ist da eine andere Schlange oder der Schwanz der Schlange, bei K weiß man ja nie. Ne? Also ganz ruhig bleiben, Abstand halten, das muss ich ja heute keinem mehr sagen. Ne? Bei Schlangen gilt, anders als bei Viren, mit der doppelten Schlangenlänge ist man mehr als sicher. Und man überschätzt Schlangenlängen immer. Das heißt, wenn Sie denken, die Schlange ist 5 Meter lang und bleiben auf 10 Meter Abstand, dann sind Sie mehr als safe. Das schafft die Schlange nicht. Und Sie schaffen es, wegzukommen, selbst wenn die Schlange in Ihre Richtung kriechen sollte. Bewegen Sie sich langsam und ruhig. Schlangen sind Schisser und die werden nervös, wenn man hektische Bewegungen macht. Ja? Also ruhig bleiben, Abstand halten und vor allem die Schlange in Ruhe lassen, Ladies and Gentlemen. Ne? Nicht anfangen, die Schlange zu malträtieren, nicht sich in die Schlingen legen, um Nickerchen zu halten, nicht die Schlange großartig ansprechen, ihr was vorsingen und vor allem die Schlange nicht ärgern und nein, versuchen Sie auch nicht, die Schlange zu knuddeln und zu knutschen, denn das kann selbst bei relativ kleinen Schlangen, hier eine Esculapnatter in Kroatien und sogenannten Schlangenexperten, mies ins Auge oder zumindest in die Nase gehen. Ja, Berufsrisiko. Ich stehe da aber auch nicht alleine da. Sowas passiert immer mal wieder und kommt in den besten Familien vor. Und damit bin ich endgültig am Ende. Bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Toll, dass Sie so lange durchgehalten haben. Und wünsche uns allen viel Spaß gleich beim Film. Ja, ganz herzlichen Dank, Dr. Sebastian Lotzkart, für diesen wirklich tollen Ritt durch die Schlangenwelt. Ich habe unheimlich viel gelernt, ich fand es sehr kurzweilig und ich habe an Ihren Reaktionen gemerkt, dass das wirklich toll war, dass wir selbst in diesen besonderen Zeiten diese Hand-Ons auch hatten. Vielen Dank auch dafür. Danke. Wir haben wie immer noch ein paar Minuten Zeit, nochmal was zu diskutieren. Wenn Sie noch Nachfragen haben, vielleicht ist noch was offen geblieben, vielleicht haben Sie Anmerkungen, Rückfragen, dann hätten wir dafür jetzt Gelegenheit und wir machen dann gleich noch mal eine kurze Umbaupause, dass Sie sich noch mal erfrischen können, bevor der Film losgeht. Also gibt es Fragen von Ihrer Seite aus? Ich komme dann zu Ihnen mit dem Mikrofon und wiederhole kurz Ihre Äußerung. Ich darf das Mikro nicht mehr an Sie abgeben, sonst wären wir hier jetzt nur noch am Desinfizieren und auch für unsere Videoaufzeichnung. Ich bitte einfach um Ihr Handzeichen, ich habe schon die erste Meldung gesehen. Also, ein dickes Dankeschön erstmal für einen tollen Vortrag, das wiederhole ich sehr gerne und schließe mich an. Und die Frage ist, schlafen Schlangen? Die Antwort ist ja, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja, bei schlafenden Schlangen ist es ähnlich wie bei schlafenden Fischen. Wer die Augen nicht schließt, um damit zu signalisieren, dass er, sie oder es schläft, dem kann man das jetzt rein äußerlich so relativ schwer nachweisen. Ja, aber Schlangen als Landwirbeltiere müssen ab und zu mal Ruhepausen mit drastisch verminderten Körperfunktionen einlegen. Ja, sonst würden die das nicht hinkriegen. Allerdings sind schlafende Schlangen extrem schnell geweckt. Ja, also das ist wirklich, ich habe mich die letzten, ja, also jetzt schon viele Jahre sehr eingehend mit Schlangen beschäftigt, hauptsächlich mit der Artenvielfalt, so ein bisschen aber auch damit, wie Schlangen so innerlich ticken und drauf sind. Und es ist erschreckend wenig
untersucht von solchen Fragen über Schlangen. Ne? Man weiß da tatsächlich erschreckend wenig, wo man denken würde, das ist, muss doch schon mal jemand erforscht haben. Tatsächlich gibt es da keine wirklich belastbaren Studien drüber, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Hirnkurven von Schlangen im Tagesverlauf runter und rauf gehen. Ne? Oder dann, wenn sie unten sind, wie schnell die wieder raufgehen, wenn in der Nähe mal jemand winkt oder so. Aber ja, Schlangen müssen auch schlafen, nur man kann sie schwer drauf festnageln. Gibt's weitere Fragen, Anmerkungen? Ja. Also hier haben wir eine Nachfrage zum Alter. Wie alt können Schlangen in freier Wildbahn werden? Auch da muss ich sagen, wir wissen es nicht. Ja, also durch der Zusatz in freier Wildbahn macht jetzt eine nette Antwort kaputt. Schlangen sind extrem schwer in freier Wildbahn zu verfolgen. Na, das ist erst seit kurzem ist es überhaupt technisch möglich, gibt es die technische Lösung, die man, also Sender auf Deutsch, die man an einer Schlange anbringen kann und die gleich einerseits so klein sind, aber auch so leistungsfähig, dass die über mehrere Jahre senden können. Schlangen haben die Eigenschaft, ständig zu verschwinden, ohne dass man weiß, wohin. Selbst große Schlangen tun das. Und deswegen weiß man schlicht nicht, wie alt Schlangen in freier Wildbahn werden können. Man weiß aus Terrarienhaltung und aus Zoos, dass einige Arten großer Riesenschlangen, na, solche, also dieser Netzpython Bushi aus dem Reptilium, bei dem weiß man, dass der weit über 40 Jahre alt ist. Ja, und den Rekord für Schlangenalter hat meines Wissens ein Königspython mit 48 Jahren, also wo es wirklich hieb- und stichfest belegt ist, dass diese Schlange so alt geworden ist. Es ist gut möglich, dass da noch mehr drin ist, aber in freier Wildbahn muss man auch sagen, wird man meistens nicht so alt, wie man es bei guter Pflege unter Dach und Fach werden kann. Ja, also ich würde sagen, jetzt mal aus dem Bauch raus, 30 Jahre wäre selbst für K ein stattliches Alter. Ja. Aber um so groß zu werden, muss man auch schon mal mindestens ein Jahrzehnt hinter sich gebracht haben als Netzpython in freier Wildbahn. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ganz kurz nur nochmal für die Aufzeichnung die Frage wiederholen, weil wir das sonst nicht haben. Also es gab noch eine Nachfrage zur Übertragung der Nerven. Hat die Schlange auch so einen langen Rückenkanal und dauert es vielleicht dann umso länger, um irgendwas zu melden bei diesem langen Körper? Also erstmal die Frage nach dem Nervensystem. Ja. Schlangen haben im Prinzip genau dasselbe Nervensystem wie wir. Ne? Also die haben ein zentrales Nervensystem, was vom Gehirn die ganze Wirbelsäule langzieht und bei jedem Wirbel zweigen zwei Spinalnerven ab. Das braucht die Schlange ja, um zu fühlen, was in jedem Teil von ihrem Körper abgeht und um jeden Teil ihres Körpers steuern zu können. Wie schnell oder langsam das mit der Reizweiterleitung bei Schlangen geht, wie viel schneller oder langsamer als bei uns vielleicht, das vermag ich hier an dieser Stelle nicht zu sagen. Und ich würde behaupten, dass das wahrscheinlich auch noch gar nicht so eingehend untersucht ist. Ne? Fakt ist, selbst ich als Biologe kann mir das nur schwer vorstellen, wie, denken wir an dieses Netzpython-Skelett im Senckenberg-Museum. Das sind 377 Wirbel, das heißt 377 Körpersegmente müssen koordiniert werden. Und in jedem davon ja mehrere Muskeln, ja, und die alle, oh Gott, schlag mich du, also das ist wirklich krass, das ist eine unglaubliche Leistung, die das Nervensystem von Schlangen da bringt, und aus Erfahrung weiß ich, dass selbst die größten Schlangen, mit denen ich zu tun hatte, haben für meine menschlichen, zugegebenermaßen etwas lahmen Begriffe, nicht besonders lange gebraucht, um das zu merken, wenn man sie ziemlich weit hinten berührt hat, die waren da dann für mich gefühlt in derselben Millisekunde highly alert, ja. Okay, dann hätte ich mal noch eine Frage. Haben Sie denn eine bestimmte Lieblingsart? Und wenn ja, was zeichnet die aus? Also warum ist das so toll? Also eine bestimmte Lieblingsart habe ich nicht. Dann wäre ich ja Speziesist und das ist böse. Und würde allen anderen 3829 aktuell bekannten Schlangenarten Unrecht tun.
Ich habe tatsächlich eine mir besonders ans Herz gewachsene Gruppe von Schlangen. Und das sind die sogenannten Schneckennattern. Das ist ein größerer Verwandtschaftskreis. Ich kenne nur die aus der Neotropis. Da ist das auch wirklich, also aus Amerika, aus der Neuen Welt, da ist das auch wirklich so ein eigener Zweig am Stammbaum der Schlangen, die neotropischen Schneckennattern. Und die mag ich einerseits, weil die absolut harmlos sind. Da muss man wirklich absolut keine Angst haben, dass die einen beißen. Das würden sie niemals tun. Denn die sind darauf spezialisiert, sehr weiche Nahrung zu fressen, wie eben die namengebenden Schnecken oder Froschlaich oder Regenwürmer. Und weil die alle so extrem harmlos sind, machen alle Mimikry. Das heißt, die machen entweder das Flecktarn von irgendwelchen Vipern nach, also sehr giftigen Schlangen, oder diese bunten Ringelmuster von ebenso fast noch giftigeren Korallenschlangen. Und Schneckennattern sind, wenn man die anschaut, die haben so ein Kindchenschema, ne? Die sehen, die haben so ein Knubbelgesichtchen, ganz kurze, stumpfe, runde Schnauze und riesige Glubschaugen, die da fast rauszuplatzen scheinen. Also bei Schneckennattern sagen selbst Schlangenskeptiker oft, ach, die ist ja eigentlich ganz süß, ja. Und genau, also Schneckennattern mag ich persönlich irgendwie total gerne, auch wenn sie einen jedes Mal anscheißen, ohne Ausnahme, ja. Ja, sehr schön. Dann machen wir jetzt eine kurze Umbaupause. Sie haben jetzt nochmal die Gelegenheit, sich kurz zu erfrischen. Wir haben ja noch einen Film vor uns, der ist zwar nicht so lang, 78 Minuten, aber wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen Programm hinter uns. Auch das Filmcafé hat für Sie noch geöffnet im Erdgeschoss. Und ich möchte noch zwei Menschen danken, die heute diese Veranstaltung mit möglich gemacht haben. Einmal in der Technik für die Videoaufzeichnung Christian Appelt und die Chefvorführerin des Kinos des DFF, die jetzt auch die Projektion gleich übernehmen wird, Pramila Chen. Chana, und bitte Sie da noch um Applaus. Aber unser großer Dank gilt natürlich unserem Ehrengast des heutigen Nachmittags, Dr. Sebastian Lotzkat. Es war mir eine große Freude und ich freue mich wirklich, es ist ein Vergnügen, dass wir jetzt gemeinsam noch das Dschungelbuch aus dem Jahr 1967 sehen können. In einer Archivkopie aus dem eigenen Haus in der deutschen Synchronfassung, auf die Sie ja auch schon dankenswerterweise eingegangen sind. Vielen Dank nochmal für diesen bereichernden Beitrag in unserer Reihe. Vielen Dank, Sebastian Lotzkat. Sehr gern, ich habe zu danken.